Hallo liebe YouTube-Freunde, heute spreche ich über die Konstellationen für den Monat Oktober 2021 und was uns Nostradamus prophezeit. Nämlich, wir dürfen uns nicht gehen lassen. Die Prophezeiung Nostradamus für diesen Monat lautet 500 Jahre, 500 Jahre lang wird man von dem, der eine Zierde seiner Zeit war, nicht viel halten. Doch dann wird plötzlich eine große Klarheit herrschen. Man wird in jenem Jahrhundert froh darüber sein. Interessant ist, dass Nostradamus in seiner Prophezeiung von sich selbst aus seiner Zeit spricht, wo vieles ähnlich mit unserer heutigen Zeit ist. Er hatte den 30-jährigen Krieg vorausgesehen, ebenso exakt den Zweiten Weltkrieg. Weil sich seine Voraussagen in seiner Zeit erfüllten, wurde er sehr geschätzt. Leider hat sich das später deutlich verändert, sodass man von ihm nichts mehr hören wollte. Doch nun zu diesem Monat. Saturn und Pluto rücken näher aufeinander und die Sonne ist jetzt mit Pluto und Mars heftig verspannt und der Mond befindet sich gegenüber. Das bedeutet, dass dieser Monat kein guter für uns werden wird. Doch dürfen wir auf einige gute Aspekte hoffen. Also, der Oktober wird von 11 negativen Zeichen geprägt. Die positiven Seiten können wir suchen. Und das ist es, was er meint. Wir sollen uns nicht gehen lassen. Wir müssen trotz allem positiv denken und für das Gute kämpfen, damit wir diesen Monat gut meistern. Leider werden die Zeiten immer schwieriger. Dieser Oktober wird uns alles abverlangen, denn 5 Planeten sind rückläufig. Als erstes ist Merkur wieder vom 27.09. bis 18.10. rückläufig. Das bedeutet, kein Risiko eingehen. Merkur ist somit in diesem Jahr das letzte Mal rückläufig. Der Mars ist bis zum 14. November und weiterhin im Widder bis in den Januar 2022 hinein präsent und sehr, sehr stark. In den ersten Oktobertagen steht er in Quadratspannung mit Pluto. Das bedeutet, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass nicht alles drunter und drüber geht. Bitte keine heftigen Aggressionen. Auch die Sonne steht mit Pluto in einem Spannungsfeld, sowie Mars mit Jupiter. Am Monatsende steht die Sonne dann Uranus gegenüber. So könnte man direkt sagen, es wird alles auf den Kopf gestellt. Aus der Aggression wird dann Übermut, der größeren Schaden nach sich ziehen kann. Einen positiven Lichtblick haben wir mit Venus, in kurzen Auftritten mit Merkur, die sich immer wieder einmal positiv auswirken. Das allerdings ist der Lichtblick. Also helfen wir einander und halten zusammen. Und dies könnte sogar zum gemeinsamen Neubeginn werden. Es hilft wenig, Pläne zu verschieben, weil die kommenden Monate kaum besser werden. In Wirklichkeit schaut es danach aus, als würden wir in einem Krieg stecken. Also muss unser Wahlspruch sein. Ja, der Wahlspruch ist, wir halten zusammen. Wir dürfen uns nicht gehen lassen. Wir halten zusammen und helfen einander. In diesem Sinne und mit göttlicher Liebe, seid gegrüßt, eure Deria.